Den brauche ich noch. Unbedingt. Ah, schön. So, ich bin ja echt richtig froh, dass das Internet jetzt wieder läuft, ne? Also ganz normal. Ganz normal, ganz normal. Sprach der König. Ja, das habe ich auch. Das will ich ja dann machen, wenn. Also, das will ich ja zum Befehl für euch machen. Dass ihr sau viel Schokolade ausgibt für halt diesen. So sprach der König. Das wäre mega lustig. Was richtig krass finde, ist gerade, was ich sehe: Pergamon ist riesig. Pergamon ist größer als ich. Aber nicht vom Wert her. Also von der Masse her ja. Aber vom Wert her hat er nur 1, 2, 3, 4. 4 Provinzen. Da haben wir schon ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Krakia müssen wir wieder zurückholen. Was ist da verkehrt? Und Ytrysen. Was müssen die Ytrysen, die durch? Ich habe endlich Renya überholt. Ja. Was machen denn die Ytrysen so? Die mögen mich gar nicht. Wieso mögen die mich gar nicht? Ich habe denen nichts getan. Ich mag die aber gar nicht. Weil die das da gemacht haben. Hier fehlen zwei. Zwei Einheiten empfehlen hier. Warte, hier habe ich Heldenspartas, königliche Spartaner und. Sind da zwei gestorben? Ja, offensichtlich. Wie sieht's denn eigentlich? Wie sieht's denn da eigentlich aus? Hier sieht's halt ja richtig madig aus, ne? Minus 17. Wüstennomadisch ist hier hoch. Warum ist das in Frankreich? Wieso ist hier wüstennomadisch? Das macht mal wenig. Ja, okay, Getula, die von hier unten, oder? Die haben auch nur noch 18. Das baue ich. Nein, da bin ich gerade daran dabei, das zu bauen. Und hier auch. Noch 4 Runden braucht es. Hier brauche ich noch einen Tempel. Am Handy kann man es, glaube ich, nicht sehen. Es sei denn, auf dem Handy. Warte mal, ich habe hier mein Handy. Warte, ich schau mal kurz. An sich musst du ja zu meinen Panels hin. Warte mal. Gut, egal, weiß ich nicht. Ups, jetzt habe ich es ausgemacht. Ich muss so hier mitsehen. Kann man ja auch nicht selbst rausfinden. Ja, stimmt. Ja, deswegen mache ich es ja, Sarah. Denk doch mal nach. So, hier, Marcilla. Sabotiere ich mal. Gescheitert ist natürlich super. Du kommst mal hier runter Richtung Spanien, Portugal und den ganzen Dings da Bums da. Willst du Stress? Ja, mit dir immer, Sarah. Fight. So, dann wollen wir mal hier die 3000 an Ort und Stelle bringen. Das können wir eigentlich automatisch machen. 79% ist für eine Belagerung in Ordnung.
Der kleine Kriegstreiber. Der kleine Rabauke. So, dann haben wir das mal gemacht. Hier können wir eigentlich auch rausmarschieren auf allen Vieren, weil... Gehen wir hier nach... Ja, komm. Genau, hier erstmal, dann gehen die... Mein Stuhl wackelt wieder oder bricht wieder zusammen. Ich bin einfach zu fett. Genau, dann gehen die hier lang und die gehen so lang, also so parallel. Oder wie unser früherer Lehrer immer gesagt hat, parallel. Ja, wir haben den immer sehr verarscht, aber er hat es nicht gecheckt. Das war dann eher... Ja, nicht so geil. Das ist immer nicht so cool, wenn die Leute das, die Leute, die man verarscht, das nicht checken. Guck doch, was da passiert. Dann wird klar, ob er Stress hat. So. Das war ja gar nicht für mich. Okay, minus 29 ist halt schon eine Hausnummer. Aber das passt schon. Ich hock mich immer auf mein Kabli. Was willst du denn jetzt? Germanische Jugendlichen sind so... Damit kann man mich eigentlich jagen. Ja. Ne? Das kann ich nicht gewinnen. Du hast mir was geschickt. Und ja, ich... Achso. Gut. Fast lustig. Aber nächstes Mal streng ich nicht mehr an. Gut. Warte mal. Ich spreche das Wort aus, das einem Krieger am schwersten fällt. Friede. Nö. Gut, das hat gerade auch nicht geklappt. Na, egal. Dann mache ich es halt nicht. Das ist ein bisschen komisch, dass manchmal klappen die Dinge auf Knopfdruck und manchmal eben nicht. Das ist blöd. Die sollen immer auf Knopfdruck drücken. Was will der jetzt? Was? Der hat es einfach so eingenommen? Der hat es. Ja, okay, ich hatte noch gar keine Garnison da. Das ist ja. Das ist ja nicht gut. Der ist jetzt noch da. Mit den Elefanten? Ja, klar. Na gut, dann gehe ich halt wieder zurück. Ich mache das jetzt auch automatisch. Ich wusste, dass die sterben werden, aber das... Alter, dieser Popel. Oh. Das war jetzt alles andere als cool. Ich habe den aber zu früh erobert. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Warte, dann platzen wir mal den Tausch und dann gehen die unten und die anderen oben, okay. Aber was macht denn jetzt eigentlich? ja. Rake, sagen wir so, wer ist schuld? Du bist schuld. Ich hätte den Frieden angenommen. Nee, Spaß, alles gut. Wie kommt Massilia eigentlich mit zwei Armeen hier hoch? Vor allem, das sind so also richtig, richtig schön hässliche Armeen. Die haben. Boah. Das wird nochmal sehr spannend.
Vor allem, wenn die beide jetzt angreifen würden, was ich nicht glaube, weil ich glaube, der will hier runter. Aber das schafft er nicht. Aber wenn die jetzt beide angreifen würden, das. Ja. Würden sie nicht schaffen. Aber es wäre spannend, falls mal eine größere Schlacht wäre. Weil, ja, wie gesagt, so Kavallerie und so weiter ist für die Stadtbelagerung eine Katastrophe. Ah, genau, jetzt werde ich mal hier schauen, was ich hier alles. Entschuldigung. Alles Schönes machen kann. Von wegen, euer Weg ist versperrt, ihr könnt halt nicht weitergehen. So, wir haben 29 Nahrung, das wird wohl reichen müssen. Du holst dir jetzt mal den da. Ich farme hier da unten einfach nur Bogenstützen. Schön. So. Ja, gut. Frieden ist an sich erlaubt. Ja, aber ich muss den ja irgendwann wieder brechen. Und ich bin relativ schnell jetzt unten. Und das mag ich nicht. So. Und sicher, wenn ich normalerweise auf Frieden eingehe, dann ja, mit der Intention, dass ich irgendwie ein Klientelkönigtum oder was weiß ich daraus hauen kann. Lusitana. Unser Kampf wird böse enden. Richtig, aber für dich. Es sei denn, du greifst mich jetzt an, dann habe ich ein Problem. Ich nehme diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammer. Sinnvoll, ja, schön, aber nein. Schau, den hätte ich jetzt zum Beispiel sehr gerne angenommen. Weil hier oben stört er mich einfach komplett. Für 7000 Klientelkönigtum angeboten, nicht schlecht. Gut, wie lange? 4 Runden halten die aus. Das ist ein bisschen wenig. Bis gleich. Einen guten Hunger. Das Stream ist ja gleich vorbei. Ja, warte, wie schnell das immer geht, ne? Richtig interessant. So. Also war es wirklich schnell, das stimmt. Da hast du recht. Ich würde sagen, hier oben starten wir nochmal eine Armee. Halt mit einem feindlichen Tipi, aber ist ja nicht wichtig, weil ich muss die ja hier nur vertreiben. Das Leben meines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Das ist schön. So. Es geht doch ab jetzt bis 21 Uhr. Nee, es kann bis 21 Uhr gehen, aber das ist meistens eher Freitag, wie die Sarah schon sagt. Genau. Ah ja, dann ciao, Rake. Das hier kommt ja auch auf meinen YouTube-Channel. Aber bis die Folge hochkommt, das braucht ein Weilchen. Ich meine, gerade sind, also gerade kommen ja die Folgen raus, die, keine Ahnung, die echt noch nicht, wo ich echt noch nicht sehr weit fortgeschritten bin in der Kampagne.
Hey, wir haben gewonnen. Eine Schlacht, die wir fast gesehen haben. Entschuldigung. Öffentliche Ordnung ist gerade, glaube ich, nicht so wichtig, weil hier haben wir nur minus 8. Das geht eigentlich vollkommen. Wir gehen mal weiter auf. Wir gehen mal weiter auf Forschung, damit das halt wenigstens schnell geht. Und ich würde hier gerne eine Flotte aufstellen. Wir brauchen Flotte für das da. Alter Digga, wir brauchen Flotte für das. Ich kann echt nicht mehr reden. Gut, 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 gut. Hier müssen wir halt uns das merken. Hier ist ja schon wieder einer, ne? Wie ist der eigentlich von da oben so schnell hier runtergekommen? Das ist erstaunlich. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Das ist der Grund, warum ich es bemerkt habe. Oh, Sarah, wir müssen echt hier mal den Zimni anschauen. Das können wir ja nächstes Mal machen. Der Zimni ist einfach nur genial. Am besten das, wo er sich vorstellt. Das ist einer der besten. Oh. Jan Philipp Zimni. Nightmare bekommt auch was. Oh, das wird eine Strategie. Er bekommt mehr Kinder. Keine Ahnung. Ja, germanische Geliebte, also bekommt er eigentlich mehr Frauen, okay. Ja, Sperrkopf. Zimni! Der Detektiv, ja. Ich weiß nicht, ob man das dann noch Reaction nennt, weil wir kennen den ja eigentlich schon auswendig. Ja, der bunkert sich jetzt ein. Angriff auf Verbündete, Odrysen. Ja, dann haben wir halt noch mehr Feinde. Ja, dann tun wir halt so, als würden wir es nicht kennen. Wieso konnte der das gerade einnehmen? Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Ah, diesen Bug. Dann sagen wir mal so. Ah, sagen wir mal so. Das nervt extrem. Weil der hat jetzt die Stadt wieder eingenommen. Dadurch hat er meinen ganzen Fortschritt hier bei dem Braun vernichtet. Aber ich habe hier deswegen eine Flotte reingestellt. Und der hat jetzt natürlich wieder eine Garnison hier. Ach, der. Krummel, krummel, krummel. Nerv, nerv, nerv. Vor allem hier kann ich ja auch nicht weg. Denn die öffentliche Ordnung brauche ich nicht. Hier kann ich ja auch nicht weg, weil dann würde die nächste Runde hier reinkommen. Hier kann ich nicht weg, weil dann würde er die nächste Runde hier reinkommen. Warte, wir machen es jetzt anders. Nein, brech ab. Wir machen es jetzt anders. Der geht hier hin. Du gehst hier hin. Wow, oh, das war ja sehr schön. Gut, dann machst du mal. Ja, nee, Gewaltmarsch kann man danach nicht mehr machen. So. Dann mache ich einen Militärhafen. Das da und das da. So. Der kann das jetzt auch wieder einnehmen.
Weil ich habe hier nur... Das ist sehr ärgerlich. Naja, egal, gut. Das ist jetzt so. Da müssen wir jetzt durch. So, was machst du denn hier jetzt? Du könntest eigentlich hier hingehen. Ja, habe ich schon eine Spionin? Du gehst mal hier und scoutest. Und du gehst mal hier hin. Es war jetzt heftiger wegen der öffentlichen Ordnung, die halt rapide nach unten geht. Aber das ist uns jetzt wurscht. So, jetzt müssen wir hier... Nein, ich darf ja keine Pferde. Aber das sollte reichen. So, jetzt gehen wir hier hin. Oh, geht aber nicht. Aber wenn die angreifen, dann... Alter, der braucht mal... Der braucht ja ewig dahin. Ewig. So, hier mal die ganzen Städte auftunen. Und der bekommt jetzt wieder einen Bogenschützen. Einen Bogenschützen. So. Ah, genau, die. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch, dass die Rotriesen jetzt mir den Krieg erklärt haben, weil dann können wir unser Land einfach wieder zurückerobern. Das ist gut. Das ist mein feiner Teig. Das ist fein. So, hier, Entschuldigung. Geht's hier lang? So. Gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir noch Zeit für eine klitzekleine Runde und wir haben kein Geld mehr. Das überrascht mich jetzt. Wo sind denn meine Armeen gerade? So, hier ist eine, das ist klar. Der könnte hier angreifen. Könnte ich vielleicht schaffen. Wie alt ist mein General? Oh, 76. Krass. Gut, dann greifen wir an, weil nächste Runde ist er tot. Ja, das spielen wir. Zu Ehren des Generals. Und danach ist Schluss. Aber er macht's mal richtig. Also normalerweise, wenn man bei der Berechnung des, also es rechnet, das ist schlecht. Bei der Berechnung hat er ja gerade gezeigt, dass ich irgendwie mit 90% Wahrscheinlichkeit gewinne. Und wenn das so ist, dann flieht der meistens. Aber hier finde ich gerade sehr, sehr stark oder sehr gut, dass er eben nicht flieht, weil das ist ja idiotisch. Weil dann hat er nämlich keine Befestigung mehr. Und der Angreifer, der Aggressor kommt eigentlich zu 90% hinterher. So. Unser Problem gerade ist folgendes, dass ich keine Brandpfeile habe. Wenn ich Brandpfeile hätte, könnte ich ganz einfach hier die Mauern anzünden, aber das kann ich hier eben nicht. So, General kommt hierher. So. Du.
Können wir ein bisschen vorspulen hier. So, wie gesagt, meine Intention ist natürlich wieder die Türme zu erobern. Und meistens geht das sehr gut. So, es brennt schon mal. Ihr geht mal hier hin. Ihr geht mal näher ran. Kampfgeist unzerstörbar ist natürlich auch immer geil. Der feindliche General ist. Ja, das ging. Das ging schnell. Fackelt ihr das mal ab? So, das ist auch gleich weg. Na, die sind fast tot, das gefällt mir gar nicht. Die Bauern sind durchbrochen. So. Hey Flo, alles klar bei dir? So, jetzt fangen die endlich an, hier was zu werfen. Wunder, Wunder. Geht mal hier rein. So, das ist gut. Ja, ich kann auch außen rum gehen, ne? So, dann geht ihr beiden mal hier rein und du. Ja. Du bleibst da. Du greifst jetzt mal an. So als 76-Jähriger kannst du das schon mal machen hier. Er hat jetzt beide abgehalten davon. Das ist natürlich mega nervig. Warte, der geht raus. Nein, 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 das darf er nicht. Also, ich mach mich mal dünn. Wir haben einen Turm eingenommen. Ich schneide 3 Minuten vor Ende auch rein, ja. Aber das kennen wir ja vom kleinen Flo. Ja, alles gut. Flo, wärst du später noch für eine Runde League dabei? Wir haben einen Turm eingenommen. Ich bin nicht klein. Ja, Flo, also ich sag's nicht gerne, aber alle sagen, du bist klein. Also wird wohl was dabei sein. Absolut, ja, super. Ich hab gesagt, Baby Flo. Schön. Gut, jetzt sind wir fertig. So. Knapper Sieg an. Von wegen knapper Sieg. Deine Mutter ist ein knapper Sieg. Hat er nicht gesagt. So. So, die lasse ich mal frei.
So, ich schau mal. Ja, mit Gewaltmarsch komme ich wieder nach Hause. Ups. Gerade rülpst sich aber sehr viel, ne? Gut, dann würde ich sagen, es ist 8 Uhr. Passt. Ich will mal noch kurz schauen. Ihr geht mal wieder nach Hause. Den habe ich gemoved. Da habe ich schon. Ja. Da habe ich noch nicht. Tradition natürlich mit Speeren. Das sind ja Spartaner, meine Güte. Die sind ja so langweilig. Das kann ich ja jetzt sagen, solange Rake nicht da ist. Der checkt oder der merkt es erst, wenn er das auf YouTube sieht. Und das ist schon noch ein Weilchen hin. Warte, 2, 3. Okay, eine Pikeniers-Einheit habe ich verloren. So. Ja. Ja, Flo, den wirst du für immer auf ewig behalten. Gut, dann speichern wir mal. War auf jeden Fall ein cooler Stream. Hat mir wieder sehr getaugt.